Hallihallo liebe Freunde, ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part Super Mario Maker. Ihr habt lange drauf gewartet, es geht jetzt aber wieder los. Ich hoffe regelmäßig, wir werden es mit der Zeit sehen. Wir sind angekommen bei Super Mario Maker. Starten wir doch einfach mal das Spielen und gucken, was sich denn so verändert hat. Wir haben sehr lange nicht gespielt, es hat gerade noch geupdatet und ich denke, dass sich einiges getan hat. Machen wir doch einfach mal Level aus aller Welt. Die 10 Mario-Herausforderungen haben wir, glaube ich, haben wir die schon mal gespielt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Es sollte auf jeden Fall einige neue Event-Level geben. Und die können wir doch einfach mal durchspielen, oder? Alle, die wir noch nicht gespielt haben, können wir doch mal spielen. Deswegen gucken wir da auch direkt mal rein. Und wir sehen hier... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Also diese ganzen alten hier, die muss ich auf jeden Fall nochmal spielen, weil die hatte ich ja schon mal. Und hier hatten wir dann wieder angefangen, nach einem Update. Alter. Ja gut, wenn es so ist, dann machen wir es so weiter. Und das erste Level, das wir spielen müssen, ist Southwest Air Adventure. Ich habe keine Ahnung, warum die Bilder gerade nicht wirklich laden wollen. Ach, jetzt geht's. Erobere den Himmel in diesem Level, den Mario-Fans von Southwest Airlines gebaut haben. Wenn du ihn abschließt, erhältst du das Sky-Pop-Flugzeug aus Super Mario Land als Figur für den Fragezeichen-Pilz. 20 Sekunden hat jemand dafür gebraucht, wie es aussieht. Heilige Scheiße. Ich meine, die Level sind ja eigentlich nicht schwer und sie dienen ja auch eigentlich nur noch als Werbung für gewisse Franchises und sowas. Ich meine, man merkt es ja. Wir haben gerade gesehen, ganz oben stand irgendwas mit Hello Kitty. Was hat das mit Mario zu tun? Gar nichts. Es sieht einfach nur als Werbung. Finde ich nicht schlimm, persönlich. Sollen sie ruhig Werbung schalten. In diesem Spiel bringt uns halt mehr Level. Und mehr Level ist doch ganz gut, oder nicht? Also für mich ist das eigentlich nur positiv. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rüberkommen, ohne abzuschalten. Wer hätte denn damit rechnen können? Ich. Ja. Dann scheißen wir mal auf die Münzen. Leben brauchen wir eh nicht. Gehen wir einfach mal direkt weiter. Ich wollte gucken, ob da unten was ist. Aber ich kann euch beruhigen und sagen, da ist nichts. Versuchen wir das doch mal mit keinem Fail mehr zu schaffen hier. Das wäre doch schön, oder? So. Man wird halt echt schnell ungeduldig bei sowas. Darf man aber nicht werden. Darf man nicht werden. Und dann bin ich ein Stückchen nach links gerutscht. Auch hier in diesem Spiel muss ich erst wieder reinfinden. Man merkt, ich bin raus. Ich bin raus gewesen, aber das wird sich jetzt auch mit der Zeit wieder geben und sich ändern. Ich hoffe, die Audioqualität meiner Stimme ist in Ordnung, weil ich habe jetzt einfach mal, ich habe mich jetzt einfach mal getraut, sie mit dem Programm aufzunehmen, womit ich auch das Gameplay aufnehme. Heißt, ich kann es... Ja, es wird auf jeden Fall von anderer Qualität sein, denke ich mal. Denn sonst nehme ich ja mit Audacity auf und jetzt halt mit... Alter, ist das geil. Das Flugzeug kenne ich sogar noch. Nice, ey. Kennt ihr es auch? Okay, hier muss man auf die Shell warten, dann kann man hier gucken, was da drin ist. Da war aber nichts Besonderes drin, deswegen gehen wir weiter. Man könnte theoretisch auch da unten irgendwie hin, glaube ich. Goomba. Goomba gleich gefährlich. Alles klar. Scheiße. Danke. Ich gehe mal weiter und sichere mir mal die Halbzeit. Nein. Wieso darf man die denn nicht berühren? Man darf doch da draufstehen, oder nicht? Oh, du Scheiße. Heilige Kacke. Mit ein bisschen Luck bin ich bis hier hingekommen. Was kommt denn hier alles für Sachen auf mich zu? Seid ihr verrückt? Nee. Ich war mir gerade echt nicht bewusst, dass das... da oben bleibt, also dieser Hammer, der da geworfen wird, daran hatte ich gerade überhaupt nicht gedacht. Und jetzt sagt mir mal ehrlich, auf diesen Dingern hier, da darf man doch drauf stehen, oder nicht?
Darf man, ja. Warum habe ich vorhin Schaden bekommen? Das ist doch Banane. Und zwar total. Boah. Habe ich... Nein, habe ich nicht. Alter, was? Nein! Was ist das für ein Wirrwarr? Wie soll man da denn kontrolliert durchkommen? Da kann man doch nur sein Glück herausfordern. Und versuchen, durch Glück von nichts getroffen zu werden. Alter, was? Was? Das erste Event-Level und ich sterbe zum 20.000. Mal. War ich noch am Leben? Ich habe jetzt eine Taste gedrückt und... Dann wurde es erst als tot gezählt. Alter, ich bin jetzt so verwirrt. Was ist das denn? Könnte ich das jetzt vielleicht schaffen, bitte? Bitte. Bitte. Mami. Nein! Ich habe irgendwie das Gefühl, man sollte hier am besten gar nicht springen. Oh Mann, ey. Super. Natürlich. Ich will den Pilz haben. Ich renne jetzt einfach mal weiter durch. In der Hoffnung, dass da das Ziel ist. Hätte ich das mal beim ersten Mal gemacht, ne? Hätte ich das mal beim ersten Mal gemacht. Muss ich... Ich muss jetzt aber nicht mit diesem Amiibo-Pilz beenden, oder? Ich habe ein bisschen länger gebraucht als... Nee, brauchte man nicht. Alles klar. Wunderbar. Dann haben wir das jetzt einkassiert. Und ich würde sagen, weil wir erst 6 Minuten haben, hängen wir direkt das nächste Level dran. 6 Minuten fast für ein Level gebraucht hier. Was ist denn los? Was ist denn los? Goro von und mit Yamamura. Okay. Hört sich nach einer Taube an. Und ja, wir bekommen das Taubenkostüm. Hä? Aber das Level haben wir doch schon mal gespielt. Das kommt mir total bekannt vor gerade. Boah. Ja klar, haben wir das schon gespielt. Hä? Wieso wird mir das hier als noch nicht gespielt angezeigt? Doof. So. Aber dann müsste ich ja auch eigentlich wissen, wie ich hier gut durchkomme. Und zwar macht man hier, glaube ich, einfach mit der Koopa Shell alle platt. So, jetzt geht er gleich da unten rein. Und dann werden die alle weggefetzt. Und das Ding kommt natürlich wieder raus. Aber darauf sind wir ja vorbereitet. Deswegen wird uns da auch nichts passieren. So, jetzt hätten wir die auch noch alle weggereckt. Läuft bei uns. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch ins Ziel kommen, oder nicht? Es war nicht mehr weit. Meine ich zumindest. Bitte was? Ja, hier ist das Ziel auf jeden Fall. Wir haben das schon gespielt, da brauchen wir ja nicht unbedingt oben an die Fahnen-Dings, an den Fahnenmast ganz oben kommen. Das ging jetzt allerdings vergleichsweise schnell. Nicht wie beim letzten Level. Gut, war immer noch lange, aber... Halt. Hä, ich hatte das noch nicht. Ich kannte das Level doch. Kann sein, dass irgendwie... Hä? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Oder habe ich das woanders gespielt? Privat. Das kann natürlich auch sein. Abenteuer im Sarasaland, das sagt mir auch was. Kann doch nicht sein, dass mein Spielstand zurückgesetzt wurde oder so. Ich meine, der hat vorhin irgendwelche Fehler bezüglich meines USB-Sticks, wo ich alles drauf speichere mit der Wii U, angezeigt. Aber ich glaube, der hat doch nicht gewisse Teile meines Speicherstands verloren, oder? Das glaube ich ja irgendwie nicht. Und das mag ich ja überhaupt nicht unter Wasser. Das Einzige, was ich an Mario-Spielen nicht mag, sind die Unterwasser-Level. Weil die einfach so blöd zu steuern sind. Also ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht, wie die sich hier steuern lassen, die Charaktere. Man ist so... wie soll ich es nennen? Man ist so aufgeschmissen, sag ich mal. Das gefällt mir nicht. So, was kommt hier? Ach du Scheiße. Haut bloß ab, ihr Wiggler. Ihr aggressiven Wiggler. Und es kommen noch mehr. Es werden einfach nicht weniger. Alles klar. Tschüss.
Jetzt soll ich aber keinen Fehler machen. Jetzt muss ich direkt da oben rein. Oh, warum war das eine dreifache Röhre? Hat das irgendeinen Sinn? Schon wieder. Hä? Süß. Konnten die nicht noch irgendwas? Nee. Aha! Ist ja schon irgendwie süß, ne? Alter. Genau. Schön da dran springen. Alles klar, besonders schwer ist das Level jetzt gerade nicht. Und war es auch nicht. Wir sind ja jetzt am Ende. So, die 1000 Points nehmen wir noch mit und beenden das Level. Wunderbar. Ich denke mal, ein Level können wir noch reinhauen, oder? Ein Level kriegen wir noch hin. Bestimmt. Auch wenn es 6 Minuten dauert, dann ist das auch in Ordnung. Die letzten zwei Level haben wir ja ziemlich schnell geschafft. Waren aber auch nicht besonders schwer. Ihr könnt nochmal die Sternerangliste durchgehen. Ich habe mitbekommen, dass sie jetzt sehr... Was hat der für ein Avatar? Sehr schön sein soll. Geisterforschung. Wir übergeben das Wort an Professor Igitt. Alles klar, den kennen wir doch aus. Ach, wenn ihr den Text übrigens lesen wollt, dann lest ihn selber. Ich habe es jetzt einfach total vergessen. Uyama. 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 Uyama! Hapu! 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 Ach geil, die Sounds, die sind cool. Ich mag die Sounds aus Luigi's Mansion sowieso. Ist doch das Spiel Luigi's Mansion gewesen, ne? Mit der Geistervilla. Ja, ja. So geile Sounds. Die Musikstücke und so, einfach Bombe, ich liebe sie. Au, scheiße. Das war blöd. Beim ersten mache ich es schon falsch und dann mache ich es beim zweiten denselben Scheiß. Blöd bin ich denn. Hapu! Oh, jetzt hätte ich fast wieder gemacht, denselben Scheiß. Alles klar. Danke, dass du mir den Boden zerstört hast. Und schnell rein da! Die Geister kommen! Ich schwöre, die Buhu sind auf dem Weg. Aber Dr. Igitt hat, oder Professor meine ich natürlich, nicht Doktor, hat auch eigentlich ein paar Spielzeuge, mit denen man Geister beseitigen könnte. Bam, 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 bam. Aber vom Schwierigkeitsgrad geht das Level ebenfalls. Buyama! Buyama! Ultra coole Sounds, ich feiere es. Ah, okay, es gibt also anscheinend P-Switch-Türen. Scheiße! Ich bin so dumm! Ah, ich hab den Behut zu nah gelassen und... Ach, Mann, und hier gibt's keinen Checkpoint, richtig? Richtig! Egal, ich mach das gerne, weil die Sounds und so... Du Idiot, hol dir das wieder. So. Komm, diesmal schaffen wir das aber. Wir müssen vorausschauender spielen. Und nicht, sich nicht von solchen Buhus bedrängen lassen. Wir können uns auch gerne mal Zeit lassen für einen Sprung. Warum denn nicht? Seht ihr? Gar kein Problem. Hier können wir auch in Ruhe durchgehen. Alter, fast zu früh gewesen. Alter. So, den halten wir uns jetzt mal. So, jetzt müssen wir mal eben warten, bis wir da wieder durch können. Ist egal, wenn wir einmal getroffen werden, ist nicht so schlimm. Erst wenn wir zweimal getroffen werden, wird es schlimm. Und jetzt müssen wir direkt weiter durch, denn...
Sonst haben wir ein Problem. Okay, das Leben brauchen wir eh nicht. Aber die Ranke, die können wir doch bestimmt gut gebrauchen. Ach du Scheiße. Ach so, da ist der P-Switch. Den muss ich jetzt aktivieren und dann schnell durch, ne? Da muss ich mal den Behu hier hochlocken. Locken. Beide am besten, ja. Damit die mir nicht auf den Geist gehen. Haha! Wortspiel. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis der Eingang sich quasi uns öffnet. Und dann müssen wir so schnell es geht. Ach so, die Tür ist ja schon hier. Lel. Ich dachte, wir hätten einen etwas weiteren Weg, aber das war ja überhaupt nichts. Alles klar. Hier sind so ein paar einfache Sprünge, die wir scheiße verkackt haben. Aber wir hatten ja einen Checkpoint. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir kommen heute noch zum Ende, keine Angst. Man kann bestimmt auch von hier. Ja, klar. Und von hier? Nee, schade. Ich kam einfach mal einen Schluck auf hoch, alles klar. Alter. Ja, aber von hier kann man doch da drauf. Das kann man schon mal abkürzen. Das hier nicht unbedingt, aber das hier wieder. So. Nein! Bisschen zu spät gesprungen. Och, Manno. Das Level mag mich nicht, Leute. Alter. Am besten immer schön... Dumm. Kann ich das jetzt mal schaffen? Das ist doch nicht schwer. Willst du mich... Natzen? Na 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 natzen. Na 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 natzen. Das tue Geister einen natürlich gerne. Wow, Alter. Endlich. So. Chill, okay? Chill. Ich warte auf den Eingang. So. Okay. Jetzt ist er wieder weiter nach oben. Alter, was? Ich hätte dich schon wieder fast getötet. Ach du Kacke. Ich brauche nicht unbedingt noch mehr Gegner. Das ist immer blöd, wenn sowas passiert. Alter. Oh, Glück gehabt. Lucky, Alter. Lucky. Stell. Bitte lass mich durch. Sag nicht, ich muss jetzt da drauf kommen. Ach nee. Gut. Es sollte mir nur das Trampolin herbringen. Da ist das Ziel. Wenn ich jetzt noch verkacke, ne? Boah! Ans unterste Ende von dieser Fahnenstange drangekommen. Alter Schwede. Scheiße. Das soll's gewesen sein für den ersten Part von Super Mario Maker seit einiger Zeit. Nicht der allererste Part, ihr könnt gerne die vorherigen angucken. Playlist ist bestimmt in der Videobeschreibung, also schaut da mal vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die nächsten Event-Level zusammenspielen. Eine Bewertung würde mich freuen und ein Kommentar natürlich auch. Bis dann.